Guck mal, Seb, was ich hier gefunden habe. Oh, was ist das? Das ist ein Brief. Brief? Wo hast du einen Brief gefunden? Guck mal, der ist ja halb abgefackelt. Da steht kein Absender drauf. Kein Absender? Nee. Komm, was der steht? Liegt da, oder was? Ich lese mal vor. Schau mal. Gott, der ist ja richtig abgefackelt. Krass. Hinter dem Gewissen findet ihr den Weg. Die Karte führt, kann man nicht lesen, das Buffet, welcher sich eine große Min-Ce befindet. Was? Vielleicht gibt es Buffet. Schau mal da. Buffet. Hinter dem Gewissen? Vitamin C. Vitamin C und Büffel? Und was stand da drauf? Südweg. Südweg. Ja, wir gehen ja eher am Südweg lang. Manchmal ist irgendein Schatz vergraben. Keine oder Ahnung, so. Irgendwas ist ja befindet. Oder ein Hilferuf. Irgendwas befindet sich da. Befindet. Eigentlich war es kein Kinderspiel. Das kann auch sein, dass du so ein Pfadfinder-Schnitzeljagd jetzt hier versehentlich machen. Aber wenn es eher am Weg liegt, ist ja egal. Ja. Wir gucken mal. Wir müssen hier auch hin. Genau. Ja, ja. Geh mal hin. Herr Kartograf, was sagt denn hier die Karte? Wir müssten ungefähr hier an der Stelle sein. Das Gewissen? Gewissen? Gewissen. Das war das nicht auf diesem Zettel irgendwas von drauf? Irgendwas mit Gewissen? Hinter dem Gewissen findet ihr den Weg. Nein. Wollen wir jetzt da durch die Wand laufen? Hä, dahinter? Hier ist ein Slimy Slug, aber sonst. Guck mal, hier liegt. Guck mal, das ist eine Karte, oder? Ist da Schrift drauf? Soll ich es aufmachen hier? Ja, Klammer auf. Hä, was ist das? 60 Grad steht hier drauf. 302 Grad plus Nord, 2. Nord, Striche, das ist ein Teil von der Karte vielleicht. Ja. Ja, dann schauen wir uns das mal da vorne an. Da ist ein bisschen mehr Platz als hier. Ja. Spannend. Sepp, sagt dir das irgendwas mit der Karte hier? Ja, es muss irgendwelche Wanderwege oder Höhenpunkte auf der Karte sein, irgendwas. Aber, zeig mal. Ja, guck mal, ob du da ob irgendwas das hier findest. Passt. Es könnte sein, dass die Gradzahl auch heißt von dem Punkt, der da markiert. Also hier, guck mal, ich sehe irgendwas mit Pfeilen markiert. Und da ist ein fettes Kreuz. Dass wir von da aus mit der Gradzahl irgendwas machen müssen. Ach, guck mal, hier unten, das passt da. Ah. Mit dem da überein. Das ah, heißt, mit dem Weg hier. Guck mal, was ist das unter dem großen Kreuz da drunter? Ah, da ist ein Kreuz. Okay, gut, dann merkt ihr die. Mhm. Ah, stimmt, die Kreuzung und das könnte dann der Steg oder sowas sein, ne? Ja, was sagt das uns jetzt? 302 plus 2 und 60. Probieren wir aus. 60, 180, 240 dann. Bzzup. So, guck mal, da schneidet sich jetzt zwei, dreimal die Uferlinie. Da und da kreuzt es den Weg. Okay, dann machen wir das gleiche da oben auch. Ja. Aha. Hier, an dem Weg. Aha. So, und wir müssten ja eigentlich ziemlich genau da auch gerade sein, weil guck mal, das ist dieses ganz enge Ding an der Felswand. Ja. Und hier vor uns ist so ein Felsschutt, so ein Blockhalde. Das müsste sein. Das ist oder? Hier dann, der da. Dann sind wir fast da. Das ist ja dann gar nicht mehr weit. Sepp, das sind ein Schatz versteckt. Gibt es da Vitamin-C-Bonbons? Mit Büffelgeschmack. Mit Büffelgeschmack. Oder mit Vitamin-C angereicherter Büffelmozzarella. Ja. Sind wir jetzt richtig? Ja. Und wo ist es? Das muss jetzt hier irgendwo versteckt sein. Vielleicht, ich würde mal sagen, vergraben oder so. Keine Ahnung. Soll ich mal suchen?
Ja, schauen wir. Das ist ja wie Ostern. Wie Ostern. Ostern. Hilfe. Wer es zuerst findet. Lol. Und was ist da Glorreiches drin? Konservendosen. Das sieht ja. Oh toll, eine Dose Ravioli. Ja, mega. Vier Dosen irgendwas. Und das ist jetzt dieses Büffelding, oder wie? Das ist Sauerkraut. Das ist das Vitamin C wahrscheinlich. Alter, ist das 1,5 Kilo Sauerkraut? Damit man ja kein Skorbut bekommt. Das ist auch erst ein halbes Jahr abgelaufen. Ist doch nicht die aktuellste Karte gewesen, ne? Was ist da noch ja drin? Gut, das hält ja eh ewig. Was ist da noch drin? Das sieht irgendwie wie ein, so Eintöpfe aus. Ich will nicht reingreifen, aber ich mach's trotzdem, glaube ich. Suppe? Gulaschsuppe. Lecker. Auch abgelaufen, 2019. Oh. 2019 sogar, schön. Ein Topf. 2018. 2018 ist eine Zeitreise, eine kulinarische. Schinkenwurst. Stimmt auch abgelaufen. Ja, mehr ist nicht drin. Ja, cool. Ich nehme diesen Preis nicht an, du. Ich auch nicht. Vielleicht kommt jemand vorbei, der mega, mega Hunger hat. Und wird sich hier diverse Dosenköste. 1,5 Kilo Sauerkraut. Wer schleppt hier 1,5 Kilo Sauerkraut? Ich meine, das Ding im Rucksack, das wiegt halt eine halbe Tonne gefühlt. Hebt das mal auf. Hättest du Bock, das im Rucksack zu haben? Ja, toll. Ich nicht? Klasse. Ja, blöd, wir wollen halt grillen. Was wollen wir mit Sauerkraut halt? Nee. Da müssen wir was einkaufen. Ja. Scheiße. Nächstes ja, mach einen Deckel mal drauf, ein paar Steine drüber. Dann fliegen auch keine Tiere da rein in den Laden. Ja. Lager aufbauen. Und dann Fastentag. Fastentag.